freue mich sehr, denn dass beim FC Bayern München nicht nur die Männer Fußball spielen können, sondern auch unsere Mädels, die Frauen, das wissen wir. Und gerade dieser große Erfolg der deutschen Fußballfrauen, jetzt Europameisterinnen. Ja, wir alle haben es gesehen, gegen Norwegen in Schweden dieser Sieg. Und zwei Stützen im Team der deutschen Nationalmannschaft der Frauen sind unsere beiden Mädels vom FC Bayern München, nämlich Lena Lotzen und Leonie Meyer. Applaus, die beiden Europameisterinnen bei uns. Euer Applaus, Mädels, habt ihr euch verdient? Lena, du bist da so reingewachsen, hast schon so viele Erfolge gehabt mit der Nationalmannschaft beim FC Bayern seit 3 Jahren. Aber diese EM, glaube ich, hat dir nochmal so einen richtigen Kick gegeben. Hast dich ja in die Herzen von allen gespielt. Ja, es war ein wunderschönes Erlebnis. Wir hatten super Wochen in Schweden und wir waren eine super Mannschaft, haben uns ins Turnier gekämpft und es war einfach unglaublich und ich glaube, wir können es alle noch gar nicht so richtig realisieren. Du bist Europameisterin, glaub es, Lena. Das ist Leonie, schöner Name. Leonie, du bist ganz neu beim FC Bayern, bist zu uns gewechselt von Bad Neuenahr, wohnst schon da, hast schon ein Dirndl, wie fühlst du dich? Ja, also ich ziehe erst jetzt nach dem Urlaub um und ja, ich freue mich riesig auf meine neue Aufgabe in München und ich kann es kaum erwarten, dass es dann endlich losgeht. Also ich kann mir dich gut in einem Dirndl vorstellen, steht dir bestimmt sehr gut, aber hat der FC Bayern München, unsere Karin Danner ist auch da, die Chefin unserer Fußballfrauen, Karin, da haben wir doch zwei echte Knaller jetzt im Team, oder? Beim FC Bayern München. Und da sagt auch der Präsident und der Vorstandsvorsitzende, da kommen wir und da überreichen wir Blumen. Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, bitteschön. Für Lena und Leonie. Glückwunsch zur Europameisterschaft. Sehr schön. Machen wir noch ein Foto alle miteinander. Sehr gut. Uli.